My name is JJ. I was born and raised in New York City. I make music, visuals and metaphysical products under the name Discovery Zone. So stellt sich die in New York geborene Künstlerin JJ Weil vor. Die kennt ihr vielleicht von der Band Fenster. Ihr aktuelles Projekt nennt sie Discovery Zone. So, und wenn ihr euch jetzt fragt, hä, die stellt sich vor, das klingt aber schon ein bisschen seltsam. Ja, man müsste wohl eher sagen, sie lässt sich vorstellen. Und zwar von einem Text-to-Speech-Generator. Also von einer künstlichen Intelligenz, die Text in Sprache verwandelt. Warum sie sich dafür entschieden hat und was das alles mit ihrer neuen Single Mall of Love zu tun hat, das hört ihr jetzt. Hier ist der Popfilter am Samstag, den 9. Dezember. Ich bin Gregor Schenk. Hi. Das ist der Song Dance 2 von Discovery Zone. Das ist so der erste kleine Hit der Künstlerin, die mittlerweile in Berlin lebt. 2020 erscheint der auf ihrem Debütalbum Remote Control. Gut, so der ganz große Dancefloor-Kracher ist das jetzt natürlich nicht, aber so ein paar Leute, die verträumt ihre Arme im Scheinwerferlicht hin und her schwenken, kann man sich schon vorstellen, oder? Damit ist es jetzt aber erstmal vorbei, denn der neue Song Mall of Love ist nochmal ruhiger und, wenn wir bei Räumlichkeiten bleiben wollen, loungiger. Die Assoziation mit der Lounge kommt auch nicht von ungefähr, denn Lounge-Musik läuft, also abgesehen von den etwas eingestaubten Hotellobbys, ja vor allem in den Geburtsorten der Hintergrundmusik schlechthin, in Fahrstühlen. Und genau das war die Idee von JJ. I love to spend time in malls and I thought it would be great to create a song that is about a mall and also could be playing in the elevator of a mall. Inspiriert von ihrer Liebe zu Malls, diesen riesigen amerikanischen Einkaufshallen, schreibt sie also einen Song, der auch im Fahrstuhl von so einer Mall laufen könnte. Gut, Mall of Love ist vielleicht ein bisschen elektronischer, als man es sonst kennt aus Fahrstühlen, aber das muss ja auch sein, denn kaum etwas beschäftigt JJ Weil so sehr wie das Verhältnis der Menschen zu Technik und Digitalisierung. Das deutet auch der Titel ihres neuen Albums an, das im März erscheint. Quantum Web wird das heißen, und auch die Idee für Mall of Love ist stark von Technik beeinflusst. Originally I wrote Mall of Love as part of a commission piece called Cybernetica. In the process of creating this project, I hired a private investigator to collect all of my data. What resulted was a collection of metaphysical products. The Mall of Love is one of these products and I'm really excited to share it with you. Sie erzählt hier von einem Projekt namens Cybernetica und für das hat sie einen Privatermittler gebeten, alle möglichen Daten über sie zu sammeln. Ehrlich gesagt, eine ganz schön beängstigende Vorstellung, wenn ihr mich fragt. Für JJ Weil aber vor allem eins, Kunst. Denn die Ergebnisse sind für sie metaphysische Projekte. Und eins davon ist eben Mall of Love. Ein anderes Projekt ist für sie übrigens das kleine Interview, das wir mit ihr geführt haben. Und deswegen sind ihre Antworten eben auch von der computergenerierten Stimme gesprochen. Dazu passt auch, dass die Antwort auf die Frage, was die Mall of Love denn jetzt eigentlich genau ist, mehr wie so ein Werbeclip klingt. The Mall of Love, a brand new approach to human connection. A revolutionary new app which allows you to connect with people beyond your wildest dreams. Are you tired of wasting your time swiping through pictures of potential partners? Frustrated with how superficial the virtual dating world is? Want people to see you as you truly are? We here at the Mall of Love believe that you deserve better. You deserve to find love. Today. Don't let someone else determine your destiny. Take matters into your own hands. You have everything to gain, and nothing to lose. The more you use the app, the smarter it gets. Allow us full access to your wildest hopes, dreams and desires so we can make them all come true. Start your free trial today.
Also, wenn ihr genervt seid vom unendlichen Swipen auf Dating-Apps und endlich gesehen werden wollt als das, was ihr seid, gibt es jetzt eine neue App, Mall of Love. Gebt der App all eure Träume preis und sie werden wahr werden. Ja, also ich glaube, damit hat Discovery Zone mal einen deutlichen Punkt gemacht, wie sie die moderne Gesellschaft betrachtet und gleichzeitig ihre Liebe zu Malls in einem Song verewigt. Alles so schön ambivalent irgendwie. Hört doch mal selbst und überlegt, ob ihr euch wohl verlieben könntet in die Mall of Love. Unser Song des Tages von Discovery Zone. Hello, I'm JJ. I make music as Discovery Zone and this is my new single Mall of Love. Here on Popfilter. Hope you enjoy it. Mall of Love von Discovery Zone. Nächstes Jahr im März kommt das neue Album, Quantum Web wird das heißen. Und wie der Titel vermuten lässt, sich wohl viel mit technischen Fragen auseinandersetzen. Für das Beantworten der Fragen rund um die neue Single von Discovery Zone waren heute zuständig Anton Burmeister, Florian Drexler und ich, Gregor Schenk. Das war der Popfilter für heute. Und morgen, da widmen wir uns hier einem Song, der gerade durch einen Videospiel-Trailer richtig durch die Decke geht. Lasst also am besten ein Abo da und hört morgen wieder rein. Ciao.